Melanie hat in ihrem Leben schon 3 Mal eine Gehirnerschütterung. Nach der 3. hat sie jahrelang unter Symptomen gelitten wie Müdigkeit, Erschöpfung oder Konzentrationsschwierigkeiten. Die erste Therapie in den Staaten hat ihr dagegen geholfen. Damals hatte ich einen Reitunfall. Ich bin mit dem Kopf auf einem Mürli aufgeschlagen und habe mir dabei den ersten Halswirbel gebrochen. Und gleichzeitig war es eben auch meine 3. Gehirnerschütterung. Ironischerweise ist es mir etwa nach 3 Monaten schlechter gegangen. Das war gerade so der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, dann sollte eigentlich alles wieder gut sein. Durch das, dass das Hirn betroffen ist, fühlt es sich eigentlich an, als wäre der ganze Körper betroffen. Also man hat wirklich sehr viele verschiedene Symptome. Meine Hauptsymptome waren sicher die Schmerzen und Müdigkeit. Die Schmerzen, primär Kopf- und Nackenschmerzen, mit der Zeit dann auch chronische Nervenschmerzen. Müdigkeit war in Kombination mit dem erhöhten Schlafbedürfnis. Also man hat mal gemessen, im Schnitt habe ich 11 bis 12 Stunden geschlafen pro Tag oder pro Nacht. Ich bin einfach immer sehr schnell wieder müde geworden. Ähnlich wie ein Handy mit einem kaputten Akku. Als ich meinen Rückfall hatte, ist alles abgeklärt worden. Also ein MRI ist gemacht worden, Röntgen, Blutbild und es war alles ohne Befund. Das heisst, ich hatte offiziell eigentlich gar nichts gehabt. Man hat einfach davon geredet, dass ich irgendwie so eine Verschleppung habe von meiner Genesung. Es ist mir immer gesagt worden, es wird jetzt eben nach 3 Monaten gut oder nach 6 Monaten, aber spätestens innerhalb von 1 Jahr wird alles von selber wieder gut. Für mich war es schwierig an meiner Situation, dass man mir von außen eigentlich gar nichts angesehen hat. Zum Beispiel beim Arbeiten war ich ganz normal. Es war dann erst, als ich nach Hause gekommen bin, dass dann auch häufig erst meine Symptome so richtig vorgekommen sind, wenn die Anspannung ein bisschen weg war. Und erst, wenn man mit mir mehr Zeit verbracht hat, hat man mir eigentlich angemerkt, dass bei mir nicht alles normal läuft. Wenn ich irgendwie einen freien Tag hatte, habe ich dann natürlich auch dann viel irgendwie im Liegen verbracht, auf dem Sofa, im Liegestuhl oder im Bett. Ich musste halt gleich funktionieren. Ich habe das immer die Schwierigkeit gefunden. Für mich ist der Moment, als ich herausgefunden habe, dass ich das Post-Concussion-Syndrom habe, eine riesige Erleichterung. Ich fand es sehr mühsam, wenn mich Leute gefragt haben, was hast du, wieso kannst du das und das nicht machen. Und ich hatte gar keinen Namen für das. Ich hatte ja eigentlich nichts gehabt. Ich bin dann 2 Wochen im Sommer 2021 in Therapie in Amerika. Therapien in Amerika sind so organisiert war, dass sie sehr intensiv sind. Das heisst, es kommen ganz unterschiedliche Fachrichtungen zusammen. Es ist also nicht irgendwie eine Physiotherapie alle 2 Wochen, sondern mehrmals am Tag in Kombination mit neuromuskulärer Therapie, kognitiver Therapie, Sporttherapie und auch Therapien, die ich den Namen gar nicht weiss. Also irgendwelche Musiktherapien, rhythmische Therapien. Ganz unterschiedlich. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass das Hirn lernfähig ist und dass, wenn man das ganz intensiv trainiert, das Hirn auch wieder richtig funktionieren kann. Die Therapie in Amerika musste ich selber zahlen. Ich habe zwar einen Antrag gestellt an die Versicherung, sie haben den aber abgelehnt. Nur die Behandlung hat etwa 18'000 Franken gekostet. Aktuell reite ich nicht und ich bin auch nie mehr geritten seit meinem Unfall. Es geht nicht darum, dass ich es nicht kann oder auch nicht will, aber es ist so, dass ich aktuell nicht nochmal eine Gehirnerschütterung will und mich darum erst mal auf die Sportarten konzentrieren, wo das Risiko geringer ist. Heute geht es mir sehr gut. Ich würde mich jetzt selber als gesund bezeichnen. Es ist vielleicht 95% von dem, was ich vor meinem Unfall hatte. Und ich kann alles wieder machen. Ich habe überhaupt keine Einschränkungen mehr.